Update-Video habe ich vergessen zu sagen, dass es heute keinen Livestream auf Twitch geben wird, da mein kleiner Pudel krank ist. Wir müssen heute Nachmittag wieder zum Arzt. Er hat eine Entzündung, bekommt Antibiotika, ihm geht's nicht so gut. Deswegen mache ich nur heute nur meine Videos fertig und verbringe sonst den Tag mit meinem kleinen Pudel. Ich hoffe, er wird bald wieder richtig gesund. Der Arzt meinte, ist kein Problem. Er ist zwar sehr, 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 sehr alt, aber ganz gut in Schuss sozusagen. Von daher hoffen wir, dass er in ein paar Tagen wieder super gesund ist. Aber Leute, deswegen muss der Livestream heute leider ausfallen. Hallo und herzlich willkommen zurück bei uns. Ich bin Sandy und heute gibt es die Star Stable News vom 31. März 2021. Ich stehe gerade schon in den Wildwoods und hier hinten ist die kleine süße Pistazie, mit der wir jetzt reden müssen. Denn wir bekommen ein neues Rennen, Leute. Ein weiteres Rennen in den Wildwoods. Dazu mache ich mein Interface an und nochmal ein ganz kurzer Disclaimer, Leute, wenn ihr mich seht und ihr wisst, ich filme am Mittwoch immer die Update-News. Dann stellt euch nicht in mich rein, springt mich nicht an. Ihr könnt sehr, sehr gerne mitmachen, indem dass ihr euch einfach neben mich stellt. Aber wenn ihr die ganze Zeit durchs Bild rennt, muss ich euch auf die Igno setzen, weil ich so kein Video filmen kann. Ich danke euch recht herzlich. Hier haben wir einige Rollies. Hallo an alle Rollies, die das so machen, wie es sich gehört. Ich danke euch. Jetzt reden wir aber als allererstes mit Pistazie. Wir haben, wie gesagt, schon mal ein Rennen mit ihr freigeschalten. Und jetzt gibt's ein Schmetterlingsrennen? Ich bin schon so gespannt. Nein, sag mir nicht, wie ihr heißt. Lasst mich raten, ihr seid doch Dakota und Coffee Bean. Ja, ich lag goldrichtig. Schön, euch wiederzusehen. Oh mein Gott, Leute, sie ist so putzig. Es ist unfassbar süß. Heute habe ich eine andere Mission. Und zwar alle Schmetterlinge zu beschützen. Ich meine Flatterlinge, Schmetterlinge, das war's. Und sie alle in Mannheim zu versammeln. Aber meine Beine sind so kurz, um sie zu erreichen. Ich habe versucht, sie von den Bäumen auszufangen, aber da habe ich die Balance verloren und bin direkt in den Fluss gefallen. Weißt du, die Flatter-Schmetterlinge sollten nicht da draußen sein. Dort gibt es Vögel und Spinnen und Fledermäuse. Und weißt du, was die machen? Die fressen die Flatterdinge. Deswegen versuchen wir, die Schmetterlinge ins Dorf zu bringen, wo sie sicherer sind, Quiek. Ich bin allerdings nicht so gut darin, sie zu fangen. Ich flipp komplett aus, Leute. Sie ist so putzig. Ich kann überhaupt nicht mehr. Okay, okay, okay. Du kannst dank deiner Pferdefreundin höhere Dinge erreichen als ich, ohne Angst vom Runterfallen haben zu müssen. Kannst du mir helfen, die Schmetterlinge zu fangen, damit sie im Dorf freilassen kann, Quiek? Klar kann ich das, natürlich. So, jetzt wartet mal. Ich schaff's. Ich wusste, ich kann mich auf dich verlassen. Quiek, sei vorsichtig mit den Schmetterlingen. Sie sind zerbrechliche Wesen. Oh mein Gott, mit Sequenz? Als ob. Ist das wunderschön. Oh mein Gott, Leute. Das sieht so toll aus. Wo muss ich hin? Hilfe? Dahinter. Okay, wir schaffen es. Hallo. Hallo, ihr Süßen. Habe ich jetzt schon einen gefangen? Lol. Ich muss ja nicht mal wirklich nah an die ran. Oh mein Gott, und die machen schon ganz, ganz viele das Rennen. Wie viele muss ich fangen? 20. 20 geht. Wartet. Okay. Das ist mega süß. Das ist ja ähnlich wie das Rennen beim Seelenreiten. Das gefällt mir auch grundsätzlich irgendwie am besten. So, wie viel brauchen wir noch? 5 noch. Komm, Bean, wir schaffen es. Komm, Bean, let's go, let's go, let's go. Oh, aber es ist, glaube ich, einfacher wie Seelenreiten, hätte ich gesagt. Was ganz cool ist, weil das Seelenreiten kommt ja auch erst später. Von daher macht es definitiv Sinn, dass dieses Rennen jetzt ein bisschen einfacher ist, dass man das dann schon kennt. Reite zurück zu Pistazie. Pistazie, ich habe alle gerettet. Ich bin hier Schmetterlingretter, weißt du? Schmetterlingretter? Dank dir sind die Schmetterlinge alle in Sicherheit, Quiek. Sie werden vermutlich wieder entkommen, aber wenn es soweit ist, weiß ich, an wen ich mich wenden kann, Quiek. Leute, die Pistazie ist süß, oder? Oh mein Gott. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Außerdem haben wir noch neue Sachen bekommen. Wir haben 3 Mähnenfeder-Dekorationen bekommen, die richtig hübsch aussehen. Einmal in... wartet mal, warum kann ich denn die nicht an... Ach, hier sind die. Okay, die sind auf der... Hä?
Ist es nicht eigentlich immer auf der Seite gewesen? Ich bin vielleicht ein bisschen lost, Leute. Einmal haben wir gelb und grün und dann haben wir pink und gelb. Das sieht voll schön aus. Wir müssen gemocht sein mit den Förstern und das bin ich anscheinend nicht. Ja, schade. Und dann haben wir natürlich noch zwei für den Schweif. Oh, Moment, ich bin falsch. Einmal die... Sag mal, was ist denn mit mir? Einmal die pink-gelbe und einmal die pink-gelbe, wollte ich jetzt nochmal sagen. Was ist denn mit mir? Die gelb-grüne. Das sieht mega süß aus. Ich bin mir aber nicht sicher, ob mir nicht die in Dandal vielleicht doch ein bisschen besser gefallen. Weiß es nur nicht genau. Schreibt mir mal sehr, sehr gerne in die Kommentare, welche gefällt euch besser, die in Dandal oder die in den Wildwoods. Dann gibt es noch eine kleine Spieländerung und zwar haben sich schon, ehrlich gesagt, seit letzter Woche Leute, aber diese Woche hat SSO erst angekündigt, einige Pferde umgesiedelt zu sagen. Die Kaufpferde sind jetzt, beziehungsweise viele Kaufpferde, sind jetzt in Birks Gehöft und können wir bitte drüber sprechen, wie wunderschön Birks Gehöft ist. Das ist, glaube ich, so meine absolute Traum-Ranch, wo man letztendlich alles hat, was man braucht und man ist irgendwie weit ab von anderen Menschen. Nur mit seinen Tieren. Oh mein Gott, Leute, das würde ich richtig feiern. Aber darum geht es eigentlich nicht, sondern es geht darum, dass mega viele Kaufpferde jetzt in Birks Gehöft sind. Zum Beispiel alle Mustangs, außer natürlich die in der App und alle Connemaras, bis auf das Connemara in Fort Pinter. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob es in Fort Pinter auch Mustang gibt. Leute, I don't know, I'm sorry. Auf jeden Fall stehen hier jetzt alle Connemaras und es wurde natürlich Platz gemacht für die Finn Horses, Leute, die nächste Woche ins Spiel kommen. SSO hat bereits angekündigt, dass Montag oder Dienstag der Teaser-Trailer kommt. Da werde ich auf jeden Fall eine Reaction dazu machen. Dann sind wir noch in Dandal, denn in Dandal ist auch eine große Änderung passiert, Leute. Die nordschwedischen Kaltblüter sind jetzt alle in Dandal, was richtig krass ist. Bis auf das natürlich wieder in Fort Pinter, Leute. Das gilt für alle Pferde, wenn ein Pferd in Fort Pinter ist. Dieses Pferd ist nicht weggegangen. Und, Leute, die Clydesdales sind jetzt auch alle in Dandal. Die Änderungen wurden natürlich gemacht wegen den Finnhorses. Das, glaube ich, habe ich gerade eben schon gesagt, Leute. Ich bin heute ein bisschen lost. Aber was noch interessant ist, ist, dass die Shires, also alle Shires, außer natürlich die auf dem Pferdemarkt, sind jetzt auf der Koppelinsel. Alle Fjordpferde sind jetzt auf Veldale und die Hannoveraner und die zwei Jorvikschen Warmblüter, die früher hier in Dandal gestanden sind, sind jetzt auf Steve's Farm. Somit müssten wir jetzt, glaube ich, genug Platz haben in Firgrove, oder? Oh Leute, genauso ist es. Die Finn Horses werden nach Firgrove kommen. Das sind mega viele Ställe leer. Extrem viele Ställe. Leute, werden die Finn Horses wieder zu 6 kommen? Wie viele Ställe sind denn eigentlich frei? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es sind genau 6 Ställe frei? Leute, schreibt immer in die Kommentare. Glaubt ihr, dass die Finn Horses nächste Woche zu 6 ins Spiel kommen? Oder glaubt ihr, es sind 3 und 3? Also ich fand es 3 und 3 eigentlich immer ganz cool. Denn dann hatte man noch Zeit, sich zu überlegen, ob man ein weiteres Pferd haben möchte. Und für SSO war es halt krass, weil man hat halt gefühlt mehr Starcoins ausgegeben, als man hätte müssen. Wisst ihr, was ich meine? Wenn jetzt alle 6 Pferde ins Spiel kommen, kaufe ich mir nur meinen Liebling und that's it. Wenn die aber zweimal released werden, dann kaufe ich mir beim ersten Schwung ein und beim zweiten Schwung ein, weil ich einfach so ein Kaufopfer bin. Und ich glaube, Leute, ich bin da nicht alleine. Oder schreibt mir mal sehr, sehr gerne in die Kommentare. Das war's aber auf jeden Fall mit dieser Update-News. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Lasst sehr, sehr gerne einen Like, einen Kommentar und ein kostenloses Abo da. Und dann hätte ich gesagt, bis zum nächsten Mal. Servus!